der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute auf dem Friedhof, und zwar auf dem Friedhof am Perlacher Forst. Ich möchte Ihnen den Chef hier vorstellen, Thomas Fleckenstein. Wie ist eigentlich Ihre Dienstbezeichnung richtig, damit ihr das dann richtig untertitelt? Ich bin der Leiter des Friedhofs. Sie haben ein sehr prominentes Grab, das jetzt gerade dabei ist, ein neues Gesicht zu bekommen. Das Grab der Geschwister Scholl. Was weiß man über das Grab? Hier wurden die Geschwister Scholl bestattet, nachdem sie in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim hingerichtet wurden, ermordet wurden. Sie gehörten zur Widerstandsgruppe der Weißen Rose und sie wurden damals eben als angebliche Staatsfeinde einfach in einem reinen Grab hier beigesetzt. Das heißt, da wurde nicht geschaut, da durfte sich niemand ein Grab aussuchen, sondern diese Gräber waren frei und sie wurden dann hier beigesetzt. War das damals schon ein bisschen abseits oder war das so in einem bereits bestehenden Gräberfeld gewesen? Also sind die Gräber um uns herum neuer oder sind die auch aus dieser Zeit? Das waren die aktuell damals freien Gräber und die wurden belegt. Ja. Und wenn jetzt Menschen zu Ihnen auf den Friedhof kommen, Sie machen hier Führungen, erzählen Sie da etwas drüber. Wollen die dann nur dieses Grab sehen oder gibt es noch irgendwelche Nachbarn, die auch prominent sind? Ja, der Friedhof am Perlacher Forst hat eine geschichtliche Bedeutung, mal abgesehen davon, dass es natürlich auch ein aktueller Bestattungsfriedhof ist, dass Leute hier ihr Grab wählen können und sich bestatten lassen. Aber es ist auch ein Friedhof mit großer historischer Bedeutung. Seit den 50er Jahren ist der Friedhof am Perlacher Forst auch eine Gedenkstätte der Opfer des Nationalsozialismus. Das hat damals der Stadtrat entschieden. Und deshalb liegen hier viele Verstorbene aus der Zeit des Nationalsozialismus, Ermordete, Hingerichtete. Auch wir haben drei große Ehrenhaine hier, wo Opfer des Nationalsozialismus bestattet sind. Einmal Verstorbene aus Dachau, auch aus anderen Konzentrationslagern, die dort hingerichtet oder ermordet wurden. Und wir haben auch ehemalige Zwangsarbeiter, eine ganz große Anlage der sogenannten Displaced Persons, wo Tausende bestattet sind. Das interessiert die Leute, die an meinen Führungen teilnehmen. Aber natürlich ein großes Interesse ist an der Geschichte der Weißen Rose. Und es ist auch, ich stelle auch fest, es sind auch viele Menschen, die kommen, die sich mit dem Gedanken der Weißen Rose solidarisieren. Sind das eher junge oder sind das eher Leute, die noch mit Geschichte was dahingehend anfangen können, dass das also in der Schule gehabt haben und lernen müssen? Beides. Es sind Leute, die das von ihren Großeltern erfahren haben. Es sind aber auch Schüler. Es kommen immer wieder auch Schüler, es kommen junge Leute. Alle Generationen kommen, die dadurch angesprochen sind, die das interessiert, was diese jungen Menschen auf sich genommen haben, um gegen das Naziregime aufzustehen. Und heute sind wir dankbar für solche Vorbilder. Ja, und da haben wir uns jetzt entschlossen, das neu zu gestalten. Und da ist eine tolle Idee, fand ich, von jemandem, der sich da auskennt, von meinem Kollegen, dem Herrn Werner, der da botanisch auch kundig ist, der herausgefunden hat, dass es eine Rose gibt, die den Namen Hans Scholl trägt. Und die soll jetzt hier auch angepflanzt werden. Es ist natürlich eine weiße Rose und die wollen wir jetzt hier anpflanzen. Ist natürlich schon geschickt, gell? Weil natürlich jetzt viele Damen unter unseren Zuschauern sagen würden, warum heißt die nicht Sophie Scholl, ne? Die Rose. Aber die hat wahrscheinlich, wenn es der Züchter gewesen sei, der den Namen gegeben hat. Sie werden lachen, es gibt sogar eine Sophie Scholl-Rose. Gibt es auch. Aber aus botanischer Sicht ist jetzt für diese Grabanlage die Hans-Scholl-Rose günstiger. Diese Grabstätte ursprünglich wurde ja von Otto Eicher designt, einem entfernteren Verwandten der Geschwister Scholl, der in München ja, Sie haben bestimmt schon ein Piktogramm von ihm gesehen, das sind diese stilisierten Männchen, wie sie während den Olympischen Sommerspielen 72 war das, glaube ich, überall in München zu sehen waren. Ne? Der hat die Grabstätte gestaltet, etwas zurückhaltend, wie man sagt. Wird diese Linie beibehalten werden?
die wird beibehalten. Auch diese Hans-Scholl-Rose ist quasi eine Bodendecker-Rose, aber sie blüht und sie blüht auch weiß. Insofern überträgt das auch diesen Namen der weißen Rose. Und ich sag mal, vor allen Dingen natürlich gehen diese wunderschönen Kreuze auf den Herrn Ottel Eicher zurück, die die Verbundenheit anzeigen, wo die Geschwister auch verbunden sind miteinander und das symbolisiert wird durch die verbundenen Kreuze. Wir danken für die Auskünfte. Damen und Herren, wir wollen jetzt noch ein bisschen den Gedanken der Ehrengräber vertiefen. Damit werden wir uns jetzt dann im Anschluss mit dem Chef der Friedhofsverwaltung München unterhalten. Ich finde es hochinteressant, wenn Sie mal an Allerheiligen über die städtischen Friedhöfe gehen. Da sehen Sie mich da oft Kränze liegen, wo dann also ein was stattfarbenes Gedenkbaum, wie sagt man zu diesen Bändern, die an den Kränzen dort sind, Sie sind der Fachmann. Das sind die Kranzschleifen. Die Kranzschleifen dran ist, wo die Stadt München praktisch ihre Verbundenheit mit dem Bestatteten symbolisiert. Aber dazu gleich mehr. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie hier vor dem Grab der Geschwister Scholl, einem Ehrengrab der Landeshauptstadt, Herr Lippert. Wie viele Ehrengräber gibt es in München ungefähr und was hat es mit denen so auf sich? Es gibt eine Vielzahl von Ehrengräbern. Die genaue Zahl weiß ich nicht genau, aber es sind so um die 50 bis 60 Ehrengräber, die die Stadt wirklich unterhält. Das Ausschlaggebende ist, dass für diese Gräber, dort sind Persönlichkeiten bestattet, die sich um die Landeshauptstadt München verdient gemacht haben, deren Andenken auch bewahrt werden soll, die Stadt bezahlt die Grabgebühren und kümmert sich um die gärtnerische Gestaltung, um den gärtnerischen Unterhalt und kümmert sich auch um die Denkmäler. Also wenn einmal ein Denkmal locker ist oder sanierungsbedürftig ist, wie zum Beispiel die Lehmbachgruft am Westfriedhof, dann wendet hier die Stadt die Mittel auf, um diese Gräber dann auch herzurichten, damit man wirklich ein würdiges Andenken an diese Persönlichkeiten hat. Jetzt sind wir also hier beim Grab der Geschwister Scholl und man sieht am Schmuck, der also hier an dieser kleinen Baustelle niedergelegt wurde, dass dieses Grab offensichtlich sehr hoch frequentiert ist. Was sind das für Leute, die hierher kommen? Ich denke, es sind genau die Leute, die hier sich für die Geschichte interessieren. Entweder für die Geschichte des Friedhofs, aber ich denke mal insbesondere für die Geschichte dieser Menschen, die da dahinter steht. Deshalb machen wir das ja auch, dass wir Ehrengräber übernehmen, weil wir eben Geschichte hochhalten wollen und zwar die Erinnerung an die Menschen, die sich um die Stadt wirklich im besonderen Maße verdient gemacht haben. Mhm. Das letzte Ehrengrab, das wir gerade ausgewiesen haben, ist das von unserem Altoberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel am Friedhof Bogenhausen. Richtig. Wenn man dann an so einem Grab steht wie hier, doch sehr minimalistisch, aber stylisch eingerichtet. Wissen Sie, was mir dann sofort in den Sinn kommt, ob es denn jetzt so etwas wie ein Urheberrecht gibt? Ob zum Beispiel jetzt die Leute vom Gestalter, von Ottel Eicher, da ein Mitspracherecht haben, wie das dann umgestaltet wird oder auch nicht? Ganz wichtig ist, dass sich die Familie, die natürlich hier die Verstorbenen auch betrauert, da auch wiederfinden, beziehungsweise der Wunsch auch des Verstorbenen letztendlich umgesetzt wird. Also wir stellen jetzt nicht einfach bloß was hin, damit wir hier einen Gedenkplatz haben, sondern wir richten uns da schon nach den Wünschen der Verstorbenen selber oder der Familie. Weil natürlich, schön, wenn ich jetzt mal so schaue, also hier eigentlich genauso eine erklärende Inschrift fehlt, was das für Leute waren, verstehen Sie es, und warum die ein Ehrengrab haben. Das wird auch ein Aspekt sein, dass wir jetzt im Zuge dieser neuen gärtnerischen Gestaltung hier aufgreifen, dass wir hier auch Raum schaffen, zum einen, um sich hier hinzusetzen und vielleicht und den Menschen zu gedenken, aber auch Informationen zu bekommen. Weil ganz selbsterklärend ist es nicht. Und die Geschichte wollen wir dann eben mit Informationstafeln darstellen und erklären, sodass auch Menschen, die jetzt nicht an den Führungen teilnehmen, hier am Perlacher Forst, dann diese Informationen bekommen, wer sich dahinter verbirgt. Es ist ja so, der Tod kehrt ja zum Leben. Und insofern haben wir hier zwei Sachen eigentlich verbunden, nämlich, dass Menschen, ganz normale Menschen, hier einen Grabplatz finden auf dem Perlacher Forst, aber es liegen halt hier auch besondere Menschen, die sich halt um die Stadt da verdient gemacht haben.
Und das ist ein Miteinander. Ja klar, ist ein Miteinander. Meine Großmutter hat mich früher als Kind immer mit auf den Friedhof genommen. Und hat mir dann von ihren Freundinnen erzählt, die in die Gräber drin liegen. So, so haben natürlich Menschen auch ein zweites Leben, wenn man es genau nimmt. Aber jetzt nur eine letzte Frage. Jetzt weiß man, dass in München der Platz immer weniger wird. Wird es irgendwann mal auch, wie soll ich sagen, auf den Friedhöfen keinen Platz mehr geben? Oder ist diese, wie sagt man, diese Revitalisierung von alten Grabstätten so in ihr Dasein eingeplant, dass diese Gefahr nicht auf sie zukommen wird? Also wir haben momentan eine Auslastung auf die Friedhöfe von ein bisschen über 80%. Das ist ganz schön viel. Ist bei 270.000 Gräber, kann man sich das ausrechnen, wie viel das ist, was wir momentan leer haben, also frei haben und anbieten können. Wir geben keine Flächen weg, weil wir ja auch vorausschauend planen müssen. Die Babyboomer kommen, also ich bin gehöre auch dazu, zu den geburtenstarken Jahrgängen mit 60er, als 60er. Und wir kommen schon langsam, in 10, 20 Jahren kommen wir in das Alter, wo wir uns dann hier bestatten lassen auf den Münchner Friedhöfen. Das heißt, wir brauchen diese Grabstätten. Und München wächst ja, wenn bloß als Beispiel genannt, die Stadtentwicklungsmaßnahme im Nordosten, Dagelfing. Dort schlagen wir jetzt schon den Pflock, dass wir sagen, wenn diese Stadtentwicklungsmaßnahme umgesetzt werden und da, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen leben, ist glaube ich, und die Zahl 30.000 ist geplant, dann braucht es einen Friedhof. Ja. Weil das gehört dazu. Oder die Leute verzichten nicht nur aufs Auto, sondern auf eine Grablegung und sagen, ich nehme von vornherein ein Urnengrab in Kauf. Ein Urnengrab braucht natürlich von der Fläche her ein bisschen weniger, ja. Das ist klar. Und bei 70% Feuerbestattung, was wir in München jetzt auch schon haben, 70%. Fließt es natürlich in unsere Friedhofsplanung auch ein, dass wir da sagen, okay, wir planen von der Grabfläche selber her ein bisschen kleiner. Wann wird das Grab fertig sein? Haben Sie da irgendeine Idee? Ich denke, ich bin jetzt kein gärtnerischer Fachmann, aber jetzt ist die Pflanzzeit, damit es dann im Frühjahr dann so ausschaut, wie wir uns das vorstellen. Ich denke, Sie werden es jetzt im Herbst machen und die Pflanzen in die Erde bringen. Und man wird dann schauen müssen, im Frühjahr, wie es anwachsen und gepflegt werden. Ich denke, nächstes Jahr, Mitte des nächsten Jahres, werden wir es dann fertig haben und dann haben wir auch schon die Gedanken, wie man eben diese Erinnerungskultur macht mit Infotafeln etc. pp. Aber das ist dann ein bisschen ein langwieriger Akt, weil man dafür natürlich auch Geld braucht. Danke mich. Damen und Herren, also wenn Sie mir das Grab der Geschwister Scholl besuchen wollen, Friedhof am Perlacher Forst. Nächstes Frühjahr, wenn dann die Hans-Scholl-Rose blüht, vielleicht wirklich ein kleiner Ausflug wert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Abend. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.